Fünf Arten von Gamern. Der Schwitzer, der nur für die ultimative Herausforderung spielt und immer von der Meta spricht. Wenn irgendwo auf der Map was abgeht, ohne dass der Schwitzer involviert ist, dann ärgert ihn das. Der Erfolgsjäger, der nur auf die Achievements aus ist und ihm ist kein Collectible, keine nervige Aufgabe und keine noch so langwierige Suche abschreckend. Der Ballast, ein Spielertyp, der nur einmal im Monat online kommt und mit seinen Gamerfreunden zockt, die Mechaniken bis dahin natürlich wieder verlernt hat und eigentlich nur auf die Schnauze kriegt. Der Storygenießer, der wenig im Multiplayer zu finden ist und eher auf die Handlung von Spielen achtet, egal welches Genre. Der Cheater, der von Mama nicht genug Liebe bekommen hat und sich deswegen Glücksgefühle mit Hilfe von Wallhacks, Aimbots und Co. ergattert. Bonusrunde? Der Mampfer, der immer in den Voice-Chats mit am Start ist, aber konstant irgendwas besonders Knuspriges isst und man das Gefühl bekommt, jemand kaut gerade auf Schrauben rum. Meistens dann noch das Headset so weit im Mund stecken, dass man den Atem nicht nur hört, sondern auch noch gleich mitriecht.